Wir haben alles geschafft. Dann gehen wir mal hier hin. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Halt, stopp. Cancel. Cancel. Hörst du schlecht? Ja, bitte verlassen. I have made a mistake. So, als allererstes gehen wir zu Woody. Ich wollte euch jetzt noch die extra Sachen zeigen. Bei Woody können wir Minispiele erwerben. Das Einzige, was ich bei ihm nicht gekauft hatte, waren die Kampf-Minispiele. Aber ich würde es euch sagen, 4 Spieler-Minispiele gibt es als goldene Äpfel, die hängen an einem gelben Baum, als gelbe Äpfel, gelber Baum. 1 gegen 3 an einem roten Baum. Rosa Baum hat 2 gegen 2, blauer Baum hat dann später Itemspiele. Jetzt kann ich endlich die Kampf-Minispiele kaufen, was ich leider noch nicht machen konnte. Ich habe aber genug Geld. Deswegen kaufen wir jetzt einfach mal schnell alles. Auf. Es befinden sich schon alle Minispiele in deinem Besitz. Lass mich dir dieses Minispiel für deine Leistung schenken. Okay, er schenkt mir Rennfahrer. Das klingt wie Autobahn. Ich habe das jetzt... Was zum Teufel ist das für ein Psychedelic Trip? Ich habe das noch nie gespielt. Das ist aber ein Bonus-Minispiel. Liegt einfach daran, dass ich noch nie die Welt 9 erreicht habe. Okay. Das ist also wie im ersten Teil, wo man sich sowas aussuchen konnte. 5 Strecken geht's. Wir spielen mal Strecke 1. Ich teste das jetzt mal an. Was muss ich machen? Fahrgestellsbüchse auf dem Ballon. Blablabla. Okay. Interessant. Also ich muss einfach nur die Strecke abfahren, aber ich denke, die Steuerung wird etwas schwammig. Interessantes Bonus-Minispiel. Ja, das meinte ich, dass die Steuerung scheiße ist. Wenn man nach vorne neigt, gibt der Gas, oder ansonsten gibt man wieder so blöd in die Kurven. Das hatten wir da schon mal. Und dafür jetzt der ganze Aufwand. Naja, um genau zu sein, eigentlich der ganze Aufwand, dass ich jetzt endlich im freien Modus Kampf-Minispiele spielen kann. Und darauf habe ich mich ja schon immer gefreut, weil ich diese Kampf-Minispiele liebe. New Record! Komm mir gerade so vor wie bei der Rennbahn, wenn man da verhunzt. Okay, wir gehen mal zurück. Interessantes Bonus-Minispiel. Möchtest du den Laden verlassen? Ja. Gut, das entspricht diesem Laden. Wenn wir hier hingehen. Dann haben wir den Minispielpark. Hier können wir ganz frei spielen. Na, verschnauze ich. Demonstriere das mal ganz kurz an einem Beispiel. Ja. Alle auf super hart. Und wow, schau dich an, die besitzen nun alle fast. Nimm diese, das heißt, noch ein Minispiel. Aha, hier lief nämlich über die Piranha rum. Okay, und dann testen wir das auch mal gleich aus. Das ist ein neues Minispiel. Also, hier haben wir die Möglichkeit, alle Minispiele des gesamten Spiels nochmal zu spielen. Hier alle 4er, alle 1 gegen 3. Warte mal, was? Ja, hier haben wir alle 2 gegen 2. Hier haben wir jetzt alle Kampf-Minispiele. Die leider nicht so oft vorkamen. Oder? Obwohl, eigentlich haben sie alle gespielt, glaube ich. Ja, kam alles mal vor innerhalb dieses Let's Plays. Gehen wir mal uns jetzt dieses neue Minispiel anschauen. Regenbogen. Vom Design her sieht das fast aus wie gefährlicher Seiltanz aus Mario Party 1. Wir werden es jetzt mal antesten. Ja, ich habe recht gehabt. Okay, das sind halt die Bonus-Minispiele. Stop.
Chill, 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 Junge! Interessant, dass das Minispiel in dieser Form nochmal recycelt wurde. Ich fand es halt cool, aber es wäre schöner gewesen. Obwohl, vielleicht ist jetzt die Möglichkeit da, dass es mal innerhalb der Bretter auftaucht. Weil das wäre schon lustig gewesen. Boah, chill halt mal. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, habe ich gesagt. Wie soll ich denn da drüben ins Ziel kommen, wenn ihr mich die ganze Zeit zuknallt? Mit diesen verdammten Kanonenkugeln. Chillt halt. Ich hab gesagt, du sollst chillen, du alter Popsack. Guck mal, da vorne wäre das hier gewesen. Ich bin überhaupt nicht hingekommen, weil die mich immer hier runtergekommen haben. Okay, ich wollte sowieso nur testen, es war zu Demo-Zwecken. Wir gehen raus. Minispielpark verlassen. Hier haben wir die Spardose, die sagt nur meine Finanzen an. Hier können wir alle Rekorde einsehen. Von Mario Party 2. Und dann bleibt uns noch das hier. Hier haben wir verschiedene Modi. Im Duellmodus treten wir an 2 gegen 2. Machen wir mal das. Aber das muss auch nicht alles jetzt so hundertprozentig ablaufen. Das ist jetzt auch nur zu Demo-Zwecken. Okay. Deswegen rushen wir hier mal ein bisschen durch. Das ist jetzt zum Bonus, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt so groß und dickartig. Dickartig, ja. So groß und dick veranschaulichen. Yeah. Wird sowieso da keiner sehen. So, wenn wir mal 3 Win-Match. Und dann wird im Prinzip jetzt hier ausgewählt, wir spielen Säbelgefecht. Ich kann es nicht aus dem Mund raus, okay. Na gut, dann spielen wir das halt fertig. Geht sowieso schnell. Also im Prinzip in diesem Modus spielen wir alle Duell-Minispiele. Nochmal. In einer zufälligen Reihenfolge und wir können halt aussuchen, ob man 3 Siege haben muss. Oder 7 oder auch 5. Oder 11 oder 12. Oder 13. Ne? Pilzertopf wird als nächstes gespielt. Dann kümmern wir uns halt noch darum. Das war das mit dem Pilzbrei kochen. Wobei, ihr wisst ja, Marcells und Tobis Lieblingsspiel war ja. Ah, jetzt habe ich auch nichts gemacht. Dass sie Schnick, Schnack, Schnuck am liebsten spielen, ne? Wie war das? So, wollen wir mal sehen, welcher Pilzeintopf am besten schmeckt. Meiner! Der ist nämlich vom Heine. War das ein geiler Witz, oder was? Ich schmeiße da aus dem Fenster, die Schweinerei. Okay, nächstes Match habe ich gewonnen. Zeitbombe! Ah, das war das mit dem Abschätzen. 4 Sekunden. 3, 2, 1. Okay, Luigi war da besser. Dann habe ich also noch nicht gewonnen. Aber egal, wir werden es jetzt gleich sehen. Wie lange das jetzt noch dauert. Das nächste Minispiel wird ausgelost. Kurkenduell. Ah, das war das mit dem Wilden Western. Howdy, Partner! Los geht ihr, Schoche! Was?
2, 1. Piu! Einen Mist darf man also haben. Und damit hört auch das auf. Gut! Nee, wir wollen nicht weiterspielen. Gehen wir nochmal ganz kurz hier rein. Schauen wir uns an, was wir noch haben. Dann gibt's für euch einen Abspann. So, wir haben jetzt noch Trial. Und Battle. Battle ist einfach so, dass man halt wie beim Duell beste von dem Ganzen sein muss. Und Trial ist auch nochmal wie dieses Mini-Bonus-Spiel. Dieses Brettspiel, was wir mal bei den auch haben. So! Das war's für dieses Let's Play. Jetzt ist es vorbei. Und wir verabschieden uns. War das hier? Warte. Ja. Wir verabschieden uns mit diesem, beziehungsweise ich verabschiede mich mit diesem Abspann von euch, von diesem Let's Play. Das ist der Ende der Geschichte. Und so haben Mario und seine Freunde nach einem langen Kampf Bowser endlich besiegt. Ab diesem Augenblick herrschen endlich wieder Harmonie und Frieden in Mario Land. Bravo, bravo! Und vielleicht Metz herum. Nixon, ja? Warte, ich habe die Ehre, unseren Regisseur zu schicken. Ah ja, jetzt kommen die Credits. Metz herum nächsten Jahres vielleicht gibt es dann. Jetzt wird das Team auf die Bühne gestellt, okay. Mario Party 3 wollte ich jetzt endlich sagen. Yoshi und Toad! Stu! Die Peach Peach! Ja Leute, und damit hört Mario Party 2 auf. Bis dann!